Irgendwie ist mir dieses Cover mit seinem einzigartigen Zeichenstil in meinem Kopf hängen geblieben. Ich weiß nicht mehr, auf welchem System ich damals dieses Spiel gespielt habe, aber ich meine, ich hatte meine Freunde daran. Also, lasst uns diese Umsetzung mal zusammen näher betrachten. Was taugt The Humans für den Game Boy heute noch? Das Spiel wurde von Imagitech Design Inc. entwickelt und von GameTech 1993 bei uns veröffentlicht. In Nordamerika erschien es ein Jahr vorher und Japan ging hier leer aus. Es erschien auch auf diversen Plattformen der Zeit, unter anderem auf dem Amiga, dem Lynx und dem Super Nintendo. Ganz grob erinnert das Spiel an den guten alten Klassiker Lemmings. Ihr habt eine bestimmte Anzahl von Muslingenwesen. In diesem Falle sind es dem Titel entsprechend natürlich Steinzeitmenschen. Und mit Hilfe dieser müsst ihr dann in einem Level aus der Seitenperspektive verschiedene Aufgaben lösen. Die können dabei sehr simpel sein wie: Hole den Speer am Ende des Levels und du hast dafür 4 Menschen zur Verfügung. Soweit so ähnlich. Jedoch haben die Protagonisten in diesem Spiel etwas mehr als eigenen Willen als die Lemminge und laufen nicht einfach stumm voran. Hier steuert ihr jeden der Menschen direkt. Mit der Select-Taste könnt ihr zwischen den einzelnen Figuren hin und her schalten und mit den A- und B-Tasten könnt ihr mit diesen verschiedenen Aktionen ausführen. Das sind im einfachsten Falle Sachen aufheben und eine Räuberleiter bilden. Mittels letzteren könnt ihr so eure Kumpanen über gewisse Höhe hinweg helfen. Ihr mögt euch jetzt vielleicht fragen, wie? Mehr Fähigkeiten haben die nicht? Wie soll ich dann die anderen Hindernisse überwinden? Hier kommen die aufsammelbaren Gegenstände ins Spiel. Diese verleihen nämlich den einzelnen Spielfiguren besondere Fähigkeiten. So könnt ihr mit dem Speer zum Beispiel springen und damit Abgründe überwinden und diesen dann werfen. Problem dabei, ihr habt diese Fähigkeit nur, solange ihr den Gegenstand auch aufgehoben habt. So müsst ihr den Speer denn schon mal zu einer anderen Person weiterwerfen, um den weiter zu benutzen. Ich finde diesen Ansatz eigentlich schön, weil so nicht nur geknobelt werden muss, wo welche Fähigkeiten eingesetzt werden müssen, sondern auch wo ich die Gegenstände wie den anderen weitergeben kann. Wenn euch mal einer eurer Menschen stirbt, indem er zum Beispiel eine Höhe herunterfällt, ist das aber nicht weiter schlimm, da ihr einen gewissen Pool an Ersatz habt. Dieser ist dann quasi eure verschiedenen Leben und die sind relativ großzügig bemessen. So bestreitet ihr insgesamt 28 verschiedene Level. Das mag zwar auf den ersten Blick nicht nach sehr viel klingen, jedoch sind diese später sehr ausladend und so braucht ihr immer eine gewisse Zeit zur Bewältigung. Zum Glück gibt es hier auch ein Passwortsystem und ihr müsst nicht auf alles auf einmal durchspielen. Die Spielzeit beträgt ca. 2 Stunden und ihr könnt euer Spielvergnügen in 3 verschiedene Schwierigkeitsgraden anpassen. Das Spielprinzip klingt natürlich auf den ersten Blick sehr nett und ist an sich auch ein prima Ansatz. Es gibt jedoch ein Problem. Es spielt sich einfach super zäh, da ihr mit jedem eurer Steinzeitmenschen von Hand die Level ablaufen müsst und diese nicht gerade schnell unterwegs sind, dauert ein Level schon einmal künstlich viel länger, als ihr eigentlich wollt. Es gibt zwar jeweils immer ein Zeitlimit, aber das ist eigentlich vernachlässigbar. Außerdem meinte der Entwickler später dann noch, Geschicklichkeitselemente mit sich bewegenden Plattformen einzubauen. Das ist fummelig und das hätte es jetzt nicht wirklich gebraucht. Deswegen hier die explizite Warnung, das Spiel ist zwar sehr interessant, aber ihr solltet definitiv ein gewisses Maß an Geduld mitbringen. Technisch ist das Spiel auf jeden Fall gut gelungen. Die Grafik ist sehr liebevoll umgesetzt worden und hat hier und da in den Zwischeneinblendungen nette, charmante Details. Die Level sind übersichtlich, hätten aber auch gerne etwas abwechslungsreicher sein können. Die Musik dudelt gewohnt unauffällig vor sich hin. Was taugt The Humans für den Game Boy also heute noch? Ich weiß nicht so recht. Das Spielprinzip an sich finde ich klasse. Es spielt sich irgendwie etwas wie Lemmings, macht aber vieles anders und in meinen Augen auch richtig. Aber man muss definitiv in der Stimmung für dieses Spiel sein, weil das Spielprinzip durch seine Zähigkeit natürlich auch etwas Geduld abverlangt. Wenn das für euch kein Problem ist, kann ich euch das Spiel auf jeden Fall empfehlen, aber es gibt leider diesmal kein solides Siegel. Das war der Test zu The Humans für den Game Boy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.